Ah, was ein schöner neuer Tag in dieser wunderschönen Welt. Und damit heiße ich euch Pokémon-Freunde herzlich willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Doch nun, wie geht's weiter? Wir haben Dicker gerettet gestern. Letzte Folge auf jeden Fall. Also in-game gestern. Ihr wisst, was ich meine. Morgen, Mike. Da sieht aber jemand müde aus. Bist du etwa ein Morgenmuffel? Hä? Was? Du hast in letzter Zeit oft seltsame Träume? Was sind das denn für Träume? Na, da ist so ein Pokémon. Mike erzählt Pika von seinen Träumen. Verstehe. Mike, du hast doch gesagt, dass du in Wahrheit ein Mensch bist, nicht? Da könnte es doch sein, dass... Vielleicht haben die Träume was damit zu tun, wie du ein Pokémon geworden bist? Ich muss dich da etwas fragen, Mike. Wärst du gerne wieder ein Mensch? Gute Frage. Darüber habe ich mir bisher noch gar nicht keine Gedanken gemacht. Wäre ich gerne wieder ein Mensch? Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn? Kannst du dich nicht entscheiden? Das glaube ich dir gern. Mit mir zusammen zu sein ist ja auch bestimmt viel lustiger. Oh, natürlich. Da fällt mir ein, wir hatten doch vor, heute zum Pokémon-Platz zu gehen, oder? Wir wollten herausfinden, wie wir neue Mitglieder aufnehmen können. Worauf warten wir noch? Nichts wie auf zum Knuddeluff Camp Kiosk. Okay. Ah, das ist immer das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Glaube ich. Wo ist Snubili Cut? Mit dir wollte ich noch reden, Snubili. Nicht Snubili Cut. Ich meine Snubbull, sorry. Hier oben ist auch nicht Snubbull. Na, dann ist Snubbull gerade weg. Naja, egal. Knuddeluff! Willkommen im Knuddeluff Camp Kiosk. Ach, ist das etwa euer erster Besuch hier? Ah, verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr hier bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich hier Retterteams wie euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Retterteams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder am Wasser, Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für Pokémon geeignet sind, die ihr in euer Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Pokégeld, Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch 3 Camps. Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Meinen Glückwunsch! Ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Jetzt könnt ihr Pokémon anwerben, denen eines dieser 3 Camps zusagt. Wie man euer neue Pokémon anwirbt, wollt ihr von mir wissen? Manchmal freundet man sich mit Pokémon an, gegen die man in den Dungeons kämpft. Sie fragen euch dann nach dem Kampf, ob sie eurem Team beitreten dürfen. Das war's mit meinen Erklärungen, denn Pokémon geht über Studieren. Beep, beep. Wo du schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren. Ich will ihrem Retterteam nämlich ebenfalls beitreten. Na gut, heute ist euer echter Glückstag. Tralala, Camps, hurra, wir haben was für alle da. Tada! Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun Zugang zum Kraftwerk. Oh yeah, piep, piep, hurra, das Kraftwerk ist jetzt verfügbar. Piep, piep, hurra. Verzeihung, bitte, piep. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht verwurmt, piep. Er wünscht sich nämlich nichts sehnlicher, als eurem Team beizutreten. Piep. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Aber klar doch. Schließlich waren wir es ja, die ihn in unserem Team haben wollten. Dein Freund ist mehr als willkommen. Super, Piep. Vielen Dank, Piep. Gib dein Bestes und sei deinem Team kein Klotz am Bein. Piep, Piep. Piep, ich werde mein Bestes geben. Versprochen, Piep. Piep, Piep, hurra. Magnetilo Level 7 ist dem Team beigetreten. Möchtest du Magnetilo einen Spitznamen geben? Ja. Ich nenne es Beep.
Ich habe Bock, es Beep zu nennen, deshalb nenne ich es jetzt einfach Beep. Warum nicht? Beep. Bis jetzt Beep. Der Spitzname lautet nun Beep. Beep, ich werde mich dann mal im Kraftwerk aufladen gehen. Beep. Wenn ihr meine Hilfe braucht, holt mich einfach im Kraftwerk ab. Beep. Bis dann. Beep, beep. Ey, was ein Zufall, dass du genau jetzt so oft Beep sagst. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Wenn ihr Beep auf ein Abenteuer mitnehmen wollt, müsst ihr die Teamaufstellung ändern. Nehmt dazu einfach den Weg nach unten. Ihr könnt die Mitglieder austauschen, bevor ihr zu den Dungeons aufbricht. Das wäre alles. Dann haltet mal schön die Ohren steif bei eurer Arbeit. Ja, nicht so schnell hier. Ich will noch mal mehr Camps kaufen. Normal Camp-Liste. Ach, für diese Samen. Wir können eh unsere Haupt-Pokémon noch nicht ändern. Das ist erst für später. Ich würde sagen, wir nehmen nach der Reihe einfach Pokémon. Oder? Was meint ihr, Leute? Ich würde schon sagen, wir nehmen nach der Reihe. Ich würde auf jeden Fall erstmal das hier kaufen. Gewitterplateau. 600. Dann passt mal auf. Tralala. Capsura, wir haben was für alle da. Tada. Dödelödem, dadam. Ja, das reicht fürs Erste. Das reicht. Nö, nö. Hm? Huch? Was ist da los? Gibt es etwa Streit? Bitte hilf meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für lau arbeiten wir nicht. Für lau arbeiten wir nicht und so. Kapierst? Ich will schon das Taster sehen, du. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Hey, was ist denn hier los? Hm? Meinst du den Aufruhr hier? Papunga bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Seid ihr denn da? Seht ihr den da? Tut mir leid. Den in der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist Tengulist. Er ist der Anführer dieses Retterteams. Sein Team ist ziemlich gierig. Da wird nur gearbeitet, wenn die Bezahlung üppig ist. Papunga kann einem leid tun. Bei denen stößt sein Flehen auf taube Ohren. Moment! Was wollt ihr denn hier? Seht ihr, das ist Imdala! Das ist Imdala? Hilfsbereitschaft ist nicht gerade seine Stärke, habe ich recht. Um Papungas Freund zu retten, braucht es einen starken Windstoß. Mit Hilfe deiner Blätterfächer sollte das doch ein Kinderspiel für dich sein. Also stellt euch nicht so an und helft dem armen Pokémon hier. Na gut, wir kümmern uns drum. Wow, Tengulus hat sofort eigenwillig und zwar ohne jede Widerworte. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Das berühmteste Retterteam weit und breit. Das da ist Glurak. Ich glaube, den kennt jeder, der ist in jedem Pokémon-Spiel dabei. Sein Flammenwurf kann Berge zum Schmelzen bringen. Und hier haben wir Despotar. Ein etwas underratedes Pokémon. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das hier ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe, er kämpft eher mit seinen Psychokräften. Außerdem hat Simsala laut dem Pokédex einen richtig sehr großen IQ-Wert. Größer als von einem Menschen. Kann trotzdem aber nur Simsala sagen in den Spielen. Sein Gehirn ist sehr weit entwickelt und erhält einen IQ von sage und schreibe 5000. Es heißt, er habe sich alles gemerkt, was je auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt im Team die Anweisungen. Er ist der unbestrittene Anführer. Vielen Dank. Du musst mir nicht danken. Das war doch selbstverständlich. Wenn ich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Wow, diese Ausstrahlung. Dieses Team hat seinen Goldrang nicht ohne Grund. Oh, was hat er denn? Was ist los? Ach nichts, alles in Ordnung. Lasst uns weitergehen. Er hat doch was gespürt. Oh,
Jetzt habe ich es aber echt mit der Angst zu bekommen. Cool. Wow, Mike. So müssen wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder finden und ein Retterteam allererster Klasse aufbauen. Naja, vielleicht. Nicht so lange ich das verhindern kann. Am nächsten Morgen. Pikachu, was da bist du? Guten Morgen, Mike. Geben wir heute wieder alles. Flap, flap. Klonk. Was wohl diesmal in der Post ist? Ich guck mal nach. Lass mich mal nachschauen. Rechnung. Oh, Pokémon-Zeitung, Extrablatt. Ihr wolltet immer schon wissen, was es mit Regenbogengummis auf sich hat, ja? Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um das allseits beliebte Power-Konfekt. Diese Süßigkeit darf in keinem Camp fehlen. Retterteams nah und fern loben diese süße Sünde in den höchsten Tönen. Ihr fragt euch warum? Nun ja, einerseits schmecken sie einfach himmlisch. Andererseits kann man durch sie manchmal mysteriöse Kräfte erlangen. Diese besonderen Kräfte werden Talente genannt. Es handelt sich bei Regenbogengummis also um eine ziemlich kostbare Nascherei. Und zur Feier eurer ersten Camps, die ihr euch gekauft habt und erschnurrt habt, haben wir euch nicht lumpen lassen und euch ein Geschenk zukommen lassen. Ihr haltet 3 Regenbogengummis von der Rettungsorganisation. Sie wurden ans Krankenlager geschickt. Retterteams, die Regenbogengummis in ihrem Camp essen, gewinnen an Stärke. So kommen sie ihrem Traum einen Schritt näher, ein erstklassiges Team zu werden. Ende. Wow, so spendabel. Und da wir 3 Stück bekommen haben, können wir sie mit Beep teilen. Stimmt. Zu den Camps geht es da entlang. Ah doch, gehen wir mal zur Post. Briefkasten ist leer. Okay. Nichts. Okay. Dann, esse ich doch mal ein Bonbon oder ein Gummi. Oder wie geht das? Ich gehe mal kurz hier hin. Schau mal bei Beep vorbei. Beep sollte sich im Camp-Kraftwerk. Im Camp-Kraftwerk aufhalten. Retterteam-Camps. Oh, guckt euch das hier an. Sieht das nicht geil aus? Wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Gibt es irgendwelche Secrets? Irgendjemand hat hier mal einen Celebi gesehen, aber ich weiß nicht wo. Naja, egal. Hier im Kraftwerk ist Beep. Was? Mike und Pika sind zu Besuch. Oh, Leute, ist das cool. Normalerweise ist das genauso eine Overworld wie vorhin gerade, aber hier ist es anscheinend anders. Oh, sieht das cool aus. Ganz ehrlich, ich habe nichts hiergegen. Das ist echt cool. Und dieser Sam-Sprite ist zumindest nicht schlecht. Beim Originalen, ich glaube, nur ein Gameboy, aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, im DS vielleicht auch. Da war Bisasam komplett grün. Komplett grün. Das sind also neue Sprites, die hier gemacht wurden. Das finde ich gut. So, ich gebe mir erstmal einen Gummi. Einen Regenbogengummi. Ja. Oh, Mike ist um einiges stärker geworden. Die Verteidigung wurde um 3 erhöht. Mike kann offenbar ein neues Talent erlangen. Was? Mike hat das Talent Harmonie erlangt. Je mehr Pokémon als Teammitglieder den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sich Gegner Sprung und Team anschließen. Das ist ja mega geil. Perfekt. Ja, moin. So, Pika. Du kriegst auch noch einen Gummi. Ja, ja. Die Verteidigung wurde um 1 erhöht. Okay. Das war jetzt etwas enttäuschend. Naja, passiert. Beep. Gummi essen. Nom, nom. Verteidigung um 1 erhöht. Neues Talent erlernt. Wegebau. Ermöglicht es allen Teammitgliedern, Wände zu durchbrechen und sich so neue Wege zu bahnen. Dabei leert sich ihr Magen allerdings stark. Fällt der Magen hinter auf 0, können keine Wände mehr durchbrochen werden. Oh, das habe ich im Trailer gesehen. Das ist, glaube ich, was Neues. Was können wir sonst noch machen? Verstärken? Was bringt das? Du hast weder in der Sammelbox noch im Lager Items, die Pokémon verstärken können. Oh. Als Favorit markieren. Das ist wahrscheinlich für später dann. Was? Warte, wie kann ich dich denn, ich will, dass du mitmachst.
Wie machst du denn mit? Ich weiß nicht, wie ich mir sagen kann, dass er mitmachen soll. Vielleicht haben die das auch geändert. Vielleicht muss man jetzt nach unten gehen, dann kann man denen sagen, die sollen einem folgen. Oder so. Oh, lol. Der Dungeon seltsam Höhle kann nun erkundet werden. Okay, das ist neu. Im Kleinen haben wir schon alle Pokémon gesehen. Oh, im Stahlberg tatsächlich sogar auch. Super Gegner gibt es da, Galoppa. Das wäre doch eigentlich was, ne? Donnerhallhöhle. Kannst du jetzt ein Team aufstellen? Mit dieser Funktion kannst du wählen, welche Pokémon mit auf Abenteuer gehen. Stelle dir für dieses Abenteuer zuerst mal ein Team mit 3 Pokémon zusammen. Such dir dafür zunächst ein Team aus. Wähle fürs erste bitte Team Nummer 1. Nein. Ich will Magnetilo. Team aufstellen. Okay. Zack. Beep. Yes, er ist unser Teammitglied. Super, jetzt hat dein Team 3 Mitglieder. Drücke B, um ins Aufbruchsmenü zurückzukehren. Ich hoffe, man kann ihn später zu Magnezone entwickeln. Nee, das ist ja eine Gen 4 Entwicklung, deshalb sollte es eigentlich möglich sein, weil jetzt wurden ja alle Gen 4 Pokémon hier reingefügt. Ob mehr als Gen 4, also 5, 6, 7 und 8, das wissen wir nicht. Das werden wir noch sehen. Okay. Okay. Nee, ich wollte nur schon mal aufstellen. Nein, ich wollte schon Dings machen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den Stahlberg, weil ich habe Bock auf einen Supergegner. Supergegner in Dungeons erscheinen manchmal Supergegner. Du erkennst sie an dem Kronensymbol über ihnen. Sie sind sehr mächtig, doch wenn du sie besiegst, hinterlassen sie seltene Schätze. Das will ich machen. Da habe ich Bock zu. Naja, aufbrechen. Ja, okay. Und danach gucken wir uns mal die Seltsammüll. Oh, nee, dann machen wir erstmal die Aufträge und dann gucken wir uns die Seltsammüll an, würde ich sagen. Außer wir kriegen was von der Story. Neue Mitstreiter, besiegter Anführer, das Pokémon, das du steuerst, einen Gegner in unmittelbarer Nähe möchte sich dieser manchmal deinem Team anschließen. Nimmst du ihn in dein Team auf, beschreitet er mit dir das Abenteuer. Warte, nur wenn der Anführer? Nur der Anführer darf... Das ist enttäuschend. Ich werde dir mit meiner Attacke Ampelleuchte helfen. Was hast du eigentlich für Attacken, du? Zeig mal, was hast denn du? Donnerschlag, Ampelleuchte, Tackle, Magnet, Bombe. Ja, Tackle können wir später wegmachen. Okay. Lol. Wir bauen uns einen neuen Dungeon. Oh, hi. Du guckst erstmal auf... Okay, egal. Wo ist denn der Super-Gegner? Ist ja krass. Ich möchte gerne Magnetilo irgendwie nicht leveln. Perfekt. Cool. Oh, hier ist ein Stein. Den können wir uns nochmal nehmen. Ja, komm, Rackenhieb. Zack. Ey, was willst du? Wo ist denn der Supergegner? Ich sehe ihn nicht. Ich kann ihn nirgends sehen. Oh, hi Meliti. Na, wie geht's dir so? Okay, bist down. Super. So, nehmen wir das Geld hier auf und dann. Was? Das ist ein Gegner? Ich sehe nichts. Ah, geschafft. Okay, gut. Ich weiß nicht, was ich von diesen neuen Textboxen halten soll, die über einen kommen. Das ist nämlich neu. Ich weiß nicht, ob es das schon in den 3DS-Teilen gab. Aber das ist auf jeden Fall neu. Für mich. Bam, 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 bam. Bam. Ja, nehmen wir das Geld auf. Bam, 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 bam. Okay, ich soll das lieber lassen. Das verschwendet einen Apfel. Oh, hi. Okay, Ampelleucht ist echt gut eigentlich. Samenbomben. Wo ist der Supergegner? Ich bin noch am Überlegen, vielleicht demnächst ein paar Dungeons oder Aufträge zu schneiden oder halt allgemein nicht zu zeigen.
Man will ja auch nicht alles sehen, so. Wird ja dann auf Dauer langweilig auch. Okay, wir gehen mal hier nach unten. Oh, oh, mir wird schwindelig vor Hunger. Das ist nicht gut. Wie ist die Treppe? Kein Platz mehr in der Sammelbox? Aufheben. Kein Platz mehr. Dann essen wir einfach mal den Apfel schnell. Dann nehmen wir das auf und gehen weiter. Ich bin so krass froh, weil ich spielen kann. Oh! Pikachu! Level 9! Ja, aufgestiegen! Und sorry, dass ich mein Mikro geschlagen habe. Lull. Wo ist denn der Supergegner? Das nervt mich gerade ein wenig. Tauschen. Gegen. Was haben wir denn so? Keine Ahnung. Mal eine Sinelbeere weg dafür. Und das können wir auch noch aufnehmen. Tauschen. Ja, machen wir noch eine Sinelbeere weg. Bam, 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 bam. Oh, hier ist die Border. Hier schmeißen gerade ein paar Leute ein paar Items. Geht mal weg, Jungs, Mädels. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll bisher. Okay, können wir nicht aufsammeln. Oh, hier ist die Treppe. Wo ist denn der Supergegner? Immer noch nicht. Der muss doch jetzt mal kommen. Ich werde mal kurz was essen. Zack, zack. Ja, yummy. Da oben ist ein Item. Holt es euch mal. Oh, Leute, da oben ist ein Item. Das ist mir viel wichtiger als so ein blöder Gegner. Wo ist denn der Boss? Der Supergegner. Ist er ganz oben auf der letzten Etage oder wo? Ja, die Items können wir nicht aufnehmen, leider. Am Ende müssen wir nochmal gegen Paceron kämpfen, ich sag's euch. Ich hätte nichts gegen. Aber. Muss das sein? Komm, lasst geradeaus weitergehen, Leute. Jungs. Und nicht geschlechtrig. Denn du bist ja auch nur ein Magnetilo. Magnetilos haben keine Geschlechter. Es ist ein geschlechtloses Robotervieh. Wissen wir, es ist einfach nur ein Magnet. Mit einer Schraube auf dem Kopf. Und. Ne, warte, Magneten sind die Hände. Die Schraube und dann so eine Silberkugel. Warte immer. Gehen wir mal hier lang. Ah, hier ist die Treppe. Super. Ja, hier gibt es Gold. Und wir gehen weiter. Hier muss noch mal der Supergegner sein. Immer noch nicht. Aber hier ist ein Shop. Also war hier nicht an der gleichen Stelle auch ein Shop letztes Mal? Also letzte Folge. Oder haben wir es nicht in dieser Folge gemacht? Ich will kurz die Orbs anschauen. Hm. Ja. Jo, das ist cool. Das machen wir. Schmeißen Top-Aider weg dafür. Ja, okay. Können wir das hier verkaufen? Ich frag ihn mal. Oh Gott, was? Die können hier hin, die Gegner? Ja. Ja. Lol. So, geh mal weg, du. Wir müssen hier lang. Meine Güte. Jetzt ob ich schon wieder Hunger habe. Ich muss Äpfel aufsammeln. Das ist, glaube ich, mein letzter Apfel. Verdammt. Jetzt ob wir echt gar keine Äpfel mehr haben. Das ist schlecht. Aua! Bam! Aber ich finde es gut, dass sie so viel Damage machen, weil das sagt mir, dass das Spiel nicht einfach ist. Und das gefällt mir. Denn das Wenigste, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre ein weiteres einfaches Pokémon-Spiel. Was? Giftpuder. Schon nicht schlecht, Giftpuder.
Aber wir haben Schlammbad, dann brauchen wir keinen Giftpuder. Ne. Zack. Na, na, na. Schlafpuder. Das ist gleich, Alter. Na. Lass uns mal. Ich habe keine Lust darauf. Können wir so eine Link-Attacke machen? Dass wir eine Attacke irgendwie aufgeben und dann machen wir gleichzeitig Gift und Schlaf. Wenn wir Bock drauf hätten. Meine ich halt. Ja. Okay, ein Apfel. Was? Aufheben. Wie? Tauschen. Oh Gott. Machen wir eine Sinnelbeere weg. Mir egal. Hab's von denen so viele. Und ganz oben angekommen. Wo war jetzt der Supergegner? Hätte ich nach ihm suchen müssen. Ich dachte, er wird mir gesagt, dass da einer ist. Okay, das finde ich lame. Wow. Super. Na toll. Okay, dann machen wir ganz normal weiter, so wie immer. Oh, neue Post. Klonk. Da haben wir eine neue in der Post. Was? Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Bitte eskortiert mich dorthin. Besondere Belohnungen. Wenn du für einen Auftrag etwas Besonderes als Belohnung behältst, wird der Auftraggeber zu deinem Mitstreiter. Dafür benötigst du allerdings die richtigen Retterteam-Kandidaten. Oh, lol, das ist ja geil. Das ist neu. Nummer 2, Retterteam einmal 1. Lies immer fleißig die Pokémon-Zeitung. Liest du die Pokémon-Zeitung nicht regelmäßig, quillt dein Briefkasten über und es werden keine neuen Zeitungen oder Rettungsaufträge zugestellt. Außerdem können manche Ausgaben der Pokémon-Zeitung ein Geschenk enthalten. Okay, und Hunger. Nummer 3, Hunger. Ist etwas, wenn du hungrig bist. Bist du hungrig? Dann essen Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Wenn du in einem Dungeon herumläufst, leert sich dein Magen mit der Zeit. Sobald dein Magen völlig leer ist, verlierst du KP, bis du schließlich kampffähig wirst. Also iss regelmäßig etwas, auch im Real Life. Nahrung kannst du im Legion-Laden kaufen, wenn du sie nicht findest. Okay. Oh, das ist ja voll geil, besondere Belohnung. Oh. Ich will schon so ein Taubsieben. Warum nicht? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte zum Kagama. Hi, Kagama. Für mich ist Kagama. Ich dachte immer, Kagama wäre ein Junge, aber es ist, soweit ich weiß, eigentlich ein Mädchen. Mehrere auswählen mit R. Ah, das ist cool. Zack, zack. Zack, zack. Ja, die Tickets brauchen wir gerade auch nicht. Noch so eins. Ja. Ja, das reicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wie lange ist die Aufnahme? Schon etwas lang. Komm, eins haben wir noch. Wir machen noch den Kleinhain. Da haben wir noch einen Auftrag. Nicht? Seltsame Höhle. Dann machen wir kurz noch die Donnerhallhöhle. Warum steht da Begleiter? Es kann vorkommen, dass du auf Erkundungen von anderen Pokémon geleitet wirst. Dies ist der Fall bei gewissen besonderen Abenteuern oder wenn ein Auftraggeber dich darum bittet, mitgenommen zu werden. Okay. Ja, wir machen das hier noch und dann werden wir in der nächsten Folge die seltsame Höhle erkunden und vielleicht noch mehr in der Story erfahren. Ja, ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin auf jeden Fall gehypt und dieser Soundtrack ist so geil. So, wenn der Auftraggeber stirbt, ist es sehr schlecht. Also dem Auftraggeber sollte man immer sagen, was er tun soll. Nicht Attackeneinstellungen. Taktik wählen. Ah, ich kann seine Attacke nicht ändern. Okay, das ist blöd. Weil er hat nämlich gerade den Gegner anvisiert, statt mir zu folgen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber der Dungeon hier ist ja ziemlich kurz, relativ. Von daher wird das kein Problem. Ach man. Ja, denke ich zumindest mal. Was, man kann von dort aus schon werfen? Das ist ja krass. Und die Autos hier mal einsammeln, Dankeschön. Und durch da. Oh, Klient. Baumpel, bringe Wolte bei direkt neben Baumpel. Okay, da okay. Oh, ich finde die Sprites, ich finde die Animation super in dem Spiel. Kann sich das Original-Pokémon mal schaffen? Ja. Bam, bam.
Hier oben ist es doch. Ja, genau. Hab richtig geguckt. Hurra, warum bist du überglücklich, dass du Volta bei mir gebracht hast? Yay! Ja. Vielen Dank. Mike hält den Retterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Wumpel und Co. So, aber eine weitere Quest gibt es noch. Deshalb machen wir weiter. Ups. Ich drücke immer B. Ich liebe den Soundtrack. Donnerhallhöhle U3. Pfiffchen. Oh nein, es ist ein Panik. Das heißt, es bewegt sich, oder? Nicht? Entweder haben wir das geändert oder ist es nicht das, was ich gerade denke. Hurra! Dun, 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 dun. Dieses Auftrag abgeschlossen, das ist... Naja, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Egal. Ja, verlassen. Der Dungeon wurde verlassen. So, was kriegen wir? Danke, dass du mich zu Wampel geführt hast. Hier, bitte, deine Belohnung. Regenbogengummi, yo, top Elixier, das hat sich gelohnt. Rettungspunkte und Ränge. Für erfolgreich abgeschlossene Missionen erhältst du Rettungspunkte. Hast du genügend Rettungspunkte gesammelt, steigt dein Retterrang. Dabei erweitern sich die Retterteam-Camps, sodass dort mehr Pokémon auf Abruf warten können. Also immer wichtig, Rettungen zu machen. Erfülle viele Aufträge und steigere deinen Rang. 50 Punkte. Boah, das ist cool gemacht so. Und du, Pfiffchen? Kraftbandana. So, das hört sich cool an. 50 nochmal. Dring. Wir haben den Amateurrang noch. Bisschen ändern. Es reicht für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Wertung. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX wieder.